Eine auf jeden Fall verkaufen. Ein großer Schild brauchen wir nicht. Den Stab brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen auch die Handschuhe nicht mehr. Damit warte ich noch, bis Durin eine bessere Stufe hat in der schweren Rüstung. Der. Den kannst du tragen. Dann kann der weg. Denn ob wir den haben oder Pfiffi macht eine Wurst. So. Den Ring nimmst du auch erstmal mit rein. Alles, was gut aussieht, kommt mit. Widerstand gegen Lichtmagie, eine Stufe in der Luftmagie. Stimmt, das waren eigentlich dein, das war dein Band. Das kommt mal dahin. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Und plus 5 Widerstand gegen Feuermagie ist ja noch viel geiler. Das kommt jetzt mal weg. Die drei Dinge müssen wir noch identifizieren. Und ein Schwert können wir nicht verwenden. Glaube ich. Nee, da sagt sie gleich, ist nicht. Dann weg damit. Der Yumi. Die Holzfäller-Axt kann weg. Okay, ansonsten geht's. Einmal kurz schauen. Die Tränke, die sortieren wir noch. So. Ist alles für später. Und die drei Dinge müssen wir noch identifizieren. Einmal kurz zaubern. Zauber sind da. Von dir bestimmen. So, nochmal rein, handeln. Und dann können wir ja gucken, ob wir das brauchen oder nicht. Zwei Rüstungswert, das ist doch schon mal schön. Drei Widerstand gegen alle Magieschulen. Oh, Wahnsinn. Die bekommst du. So. Oh, drei Widerstand. Ach so, gegen Luftmagie. Zwei Stufen in der Fertigkeit Luftmagie. Nee, die sind für dich. Sehr gut. Drei Stufen in der Fertigkeit Luftmagie. Nein, die sind für dich. Na gut, dann sind die für dich. Auch wenn du sie nicht gebrauchen kannst. Dann hatten wir noch feurige Jüngerkristallkugel des Geistes. Ist schlechter als der Stab, richtig? Richtig. Denn für den braucht man schon Experte und das hier ist ja noch für unsere Kleinen. Brauchen wir also nicht mehr abbrechen. Nochmal. Wollt ihr Gegenstand feurige Jüngerkristallkugel des Geistes wirklich verkaufen? Hatte ich vor, ja. Okay. Denn ich möchte mit Stäben arbeiten. Stäbe sind mir wesentlich lieber, die haben viel mehr Schaden, auch so im Nahkampfangriff. Richtig? Ja. Wir haben bisher auch noch nichts, was mit uns levelt. Ich glaube nur diese Stiefel. Und die sind schon Stufe 2 und bald Stufe 3. Und dann bekommen die immer mehr Ausweichenwert. Das ist natürlich richtig praktisch. Sowas brauchen wir mehr. Okay, gut. Jetzt sind wir wieder leer. Jetzt können wir wieder loslaufen. Und weil wir sowieso gerade in der Stadt sind, können wir auch hier nochmal rasten. Morgen. Dienste, ich möchte rasten. Für 20 Gold einmal schön ausschlafen. Ach, tat das gut. Guck mal, Experte mit Dolchen. Müssen wir auch demnächst hier machen. Schreiben wir gleich dazu. Warte mal, Experte für Dolche. Vielleicht gibt es hier auch noch andere Experten. Nein, gibt es nicht. Schade. Gut. Einmal auf die Karte gucken, hinschreiben. Dolchexperte. So, was war noch? Da waren die beiden. Und du hast Kriegsführung. So, jetzt geht's für uns erstmal los. Auf den Friedhof zurück. Oder was auch immer das war. Ach, und während der Ladezeit kann man immer wunderbar einen Kaffee genießen.
Ja, wir haben lange genug jetzt umherhantiert hier mit irgendwelchen Sachen und Zaubern und der Suche nach irgendwelchen Experten, Meistern. Das reicht auch wieder. Und der Brief, der ploppt wieder auf. Der scheint noch wichtig zu sein. Er ist recht hier. Vielleicht an irgendeinem Ort, an dem wir noch nicht waren, muss man diesen Brief abgeben. So, weiter. Eine völlig andere Höhe. Und dann gehen wir erstmal dort lang, wo wir noch nicht waren, nämlich hier. We are all aware that these parts are full of brigands, right? Ja, right. You are so right. Jetzt holen wir uns erstmal die Truhe, die wir nicht looten konnten. Nicht komplett jedenfalls. Mit dem Stammesstab und den Augapfel-Dingsbums. Ich kann nicht darüber, okay. Machen wir gleich. Und wir haben gesehen, da sind schon Bösewichte. Wir speichern jetzt noch einmal ab. Speichern, weil wir nie wissen, was da genau auf uns zukommt. Great. Enemies to kill. Schreckgespenster. Na klasse. Feuerball. Oh, die scheinen ziemlich stark zu sein. Verfehlt, verfehlt. Giftsprüher. Immun. Ja. Well, thank you for that. Immer gerne, wirklich. Okay, noch einmal heilen bitte. Gut, ja, nee, hat keinen Sinn. Also das war eine ziemlich doofe Idee von mir, hier schon herzugehen. Hier müssen wir später nochmal her. Durin ist gelähmt. Und ich muss viel mehr mit Zaubern arbeiten. Und du? Melina ist gelähmt. Dieser Zustand kann nur mit Wasser oder Primärmagie wieder aufgehoben werden. Ich will auch nicht sterben, aber da müssen wir jetzt durch. Nein. Ah, Melina ist tot. Gut. Dann hat sich das erledigt. Das war jetzt unser 5., 6. Tod, keine Ahnung. Und wir gehen woanders hin. Geht nie anders. Da sollen wir definitiv noch nicht rein. Ich bin froh, wenn wir erstmal den Zyklopen kaputt kriegen. Denn der wird auch nochmal eine ganz harte Sache. So, wir drehen uns um. Ganz gemütlich und hauen dann wieder ab. Wer weiß, vielleicht dürfen wir ja hier lang. Dürfen wir. Kriegen auch gleich noch eine Truhe. Ich bin kein Experte, aber das sieht kostbar aus. So, da sind wir durch. Wer bist du? Navea, vielleicht muss man das bei dir abgeben, das Schriftstück. Zu dir gehen wir auch noch einmal. Und dann haben wir eigentlich alles hier doch soweit erkundet, oder nicht? Hier schon wieder der Fluss, da kommen wir nicht rüber. Was? Ich will reisen. Wohin? Weiß ich nicht. Eigentlich gar nicht. Irgendwann will ich reisen. Gut, nee. Dann sind wir hier soweit durch. Ich gehe jetzt noch einmal nach ganz oben. Dahin. Und dann müssen wir in die Schmiede der Elemente, weil ich sonst keine weitere Sache sehe. Was war da? Eingang. Mysteriöse Krypta. Da waren wir auch drin. Das war dieses Rätsel mit den anderen Dingern. Ohne Elats Segen kommt ihr hier nicht weiter. Was, wenn ich alles für Segen brauchen? Gut, jetzt müssen wir mit dem Greifen fliegen. Die letzte Sache, die es hier zu tun gibt.
Denn ohne Shalassas Segen, ohne Ilats Segen und ohne ein paar mehr Level kommen wir so nicht weiter. Burg Portmeirin betreten. Ich bin auch wieder froh. Meister mit dem Schwert brauche ich nicht. Meister mit dem Schild, das ist er doch. Ach nee, das ist Meister. Nee, Meister haben wir noch nicht. Auftrag der Zirkus. Ich habe gehört, dass der Zirkus des Mondes im Osten von hier sein Zelt aufgeschlagen hat. Da gibt es einen jonglierenden Tiermenschen mit vier Armen und einen Burschen, der Schwerter verspeisen kann. Das muss ich unbedingt sehen. Könnt ihr mich hinbringen? Bitte, bitte. Und was fällt euch ein, junge Dame? Belästigt unsere Besucher nicht. Murmelt und zieht einen Schmollmund. Ja, Vater. Seid ihr Abenteurer? Ich wusste es. Wie ist das so? Ich will alles wissen. Wenn ich mal groß bin, werde ich auch Abenteurer. Schön. Ich bin meinem Großvater erst einmal ein paar Mal begegnet, aber er gefällt mir nicht. Nicht einmal seine Augenklappe macht mir Angst. Vater redet nie darüber, aber ich bin ziemlich sicher, dass Opa ein Pirat ist. Das ist doch toll, oder? Toll. Klasse. Yes, some easy. Ja, wir wollen die Burg Portmeirin betreten. Und wir wollen zurück zu Lev oder Leif oder wie auch immer er hieß. Der war hier rechts. Ja, ist ziemlich gruselig hier, ne? Finde hoch. Ach Quatsch, wir sind wieder in der ersten Etage. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder hochlaufen. Seid ihr nicht ganz dicht? Erst habt ihr mich hoch in den Thronsaal gebracht, nur um mich dann wieder von unten hochlaufen zu lassen? Es ist aber alles andere als nett. Es ist kein Service hier. Na gut. Da kamen wir nicht rein. Und da wollten wir eigentlich hin. Ich gucke jetzt nochmal hier vorne mit dem Bett. Das muss ja irgendwas auf sich haben. Umsonst haben sie das doch nicht aufgestellt, oder was? Doch. Ist einfach nur für schick. Mehr ist hier nicht. Die Wahrnehmung versagt. Ich sehe nichts irgendwo an der Wand. Was uns helfen könnte, noch ein paar Türen aufzumachen. Guck mal, die Tür ist auch nicht auf. Du fühlst dich so müde. Na dann schlaf doch. Ich hab mal was vor. Ich hab mal... Ach, das kann man gar nicht mehr betätigen. Ich will doch die Tür mal aufmachen. Gibt's hier vielleicht noch einen Schalter? Oder hier? Nee, ich sehe keinen. Aber es muss ja irgendwas geben, womit man die Tür da aufmacht. Oder soll das keine Tür sein, durch die man durchgeht? Na, ich meine, Türen sind immer da, damit man durchgehen kann, aber es muss ja noch irgendwo ein Schlüssel herkommen. Ich meine, wir haben noch einen Schlüssel, aber der gehört ja definitiv nicht hierher. So, nach oben, dann hier rein. Jetzt sind wir in diesem Verlies und da springt er wieder fröhlich durch die Gegend. Moin. Meine Vögel können euch zur Schmiede der Elemente bringen. Sagt mir, wann ihr bereit zum Abflug seid. Reisen, begebt euch zur Schmiede der Elemente. Klatsch, greifende Herztum. Herzogtum. So. Nun gut, ich muss euch die Grundlagen des Reitens auf einem Greif beibringen. Ihr wollt doch unterwegs nicht herunterfallen. Ach, du liebes Bisschen. Also, 3 Wochen später. Da wären wir, die Schmiede der Elemente. Keine Spur von den Elfen, die ich zuletzt hier gesehen habe. Seid vorsichtig, sie könnten immer noch hier sein. Ist alles in Ordnung? Ihr seht ein wenig blass aus. Oh, ich verstehe. Euer erster Flug, was? Ich werde hier auf euch warten und mich um die Greife kümmern. Sagt mir Bescheid, wenn ihr wieder nach Portmeirin fliegen wollt. Na, wahrscheinlich gleich nach dem ersten Gegner. Ach, du liebes Bisschen. Er springt immer noch munter und fröhlich durch die Gegend. Hier liegt ein Schilderhaufen. Ja, ich mag es auch nicht. Ich würde auch am liebsten sagen und tschüss.
Das war unser Auftrag, aber wir müssen da durch, Pübbi. Wir müssen da durch. So, alles einmal erkundet. Uns kann keiner vorhalten, wir würden hier nichts erkunden und wir hätten keine Ahnung.